Und ist schon ein neuer Film in Aussicht? Oder Mein beziehungsweise wie viel sind denn schon wieder in Aussicht? Ja, die ganze Menge. Und was macht Romy Schneider? Also das ist Romy Schneider, ja. Sie also wird eigentlich Sissi 3 der letzte Sissi-Teil, oder geht das jetzt? Ja, ich denke schon. Ja. Sissi 3 der letzte Sissi-Teil, oder geht das jetzt? Ja, ich denke schon. Ja. Die wichtigen. Ich versuche zu lernen und habe versucht, anderes zu spielen und nicht mich im Kreisel zu drehen und weiter Sissi zu spielen. Und ich attackiere diese Filme nicht. Im Gegenteil, das hat mir sehr geholfen. Also womit hängen diese Missverständnisse Ihrer Meinung nach zusammen? Ich weiß es wirklich nicht ganz genau. Man hat mir übel genommen, dass ich nach Frankreich gegangen bin, wobei man vergessen hat, die Presse vergessen hat. Ich glaube niemals das Publikum, denn ich glaube auch nicht, dass das Publikum mich weiter als Sissi sehen will. Ich glaube das nicht. Die Presse spielt das weiter hoch. Ich kann ja kaum eine Seite im Spiegel, sei es der Spiegel oder was anderes, Personalien aufmachen. Da steht der Name, mein Name und in Klammer Ex-Sissi oder die Jungfrau von Geiselgasteig. Was weiß ich. Ich meine, das hat immer noch nicht aufgehört. Gibt es irgendetwas in Ihrem Leben, was Sie, wenn Sie es ändern könnten, ungeschehen machen, am liebsten ungeschehen machen würden? Nein, nichts. Ich bedauere nichts. Merci. Je voudrais partager ce César avec mon ami Claude Sauté et Jean-Loup Dabadi. On le coupe en trois. Merci à vous tous.